Aus einer Idee wurde Wirklichkeit. Eine neue Schulform ist entstanden, die integrierte Gesamtschule. Die erste, fünfte Klasse hatte ihren Klassenraum in der Grundschule von Osternienburg. Die Freie Schulanhalt hatte dort ein Stockwerk zur Verfügung, um 24 Schüler und Schülerinnen zu unterrichten. Ab 2011 hatte unsere Schule ihr eigenes Gebäude in Köthen. Es bestand aus zwei Häusern. Nach 3 Jahren folgte immer eine zweite Klasse der bestehenden Klassenstufe. Die Schüleranzahl stieg enorm. Ab 2011 gab es die erste Technik. Computer standen zur Verfügung. Die Cafeteria und der Keller wurden umgebaut. Schulpartnerschaften entstanden. Heute sind es Tansania, Tschechien, Frankreich, Russland und 2 weitere sind in Vorbereitung: China und die USA.